Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Escape from the Office 2015. Das ist ein sogenanntes Escape from the Room Spiel, sag ich mal. Da geht es darum, aus irgendetwas auszubrechen in einer bestimmten Zeit. Und wenn man es schafft, dann ist man toll. Und in diesem Spiel geht es, also davon gibt es ganz viele, und in diesem Spiel geht es darum, dass wir an einem Wochenende in unserem Büro eingesperrt sind und wir müssen so schnell da rauskommen, wie es geht. An sich sind diese Spiele immer gleich aufgebaut. Man klickert halt ein bisschen rum. Und dann findet man meistens irgendwas und muss damit dann irgendwas machen, bis man dann halt, guck mal, da haben wir schon ein Handy, ein Smartphone sogar, bis man dann halt aus dem Raum raus ist. Guck mal, da haben wir auch noch einen Schlüssel gefunden und ganz viel Papier, was keiner braucht, aber richtig gut versteckt, dieser Schlüssel auf jeden Fall. Oh, wir brauchen ein Passwort. Ich habe auf jeden Fall solche Spiele schon mal öfters gespielt früher, fand ich immer ganz witzig. Und da dachte ich mir, kann ich auch mal für meinen Kanal bringen. So gut, wir haben jetzt einen Schlüssel. Do not use, out of order, alles klar. Hier wird eine schöne Formel, keine Ahnung. Oh, geil, können wir irgendwas hier rankritzeln? Nö. Können wir das wegpinseln? Chip, 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 chip. Nö, auch nicht. Okay. Hier haben wir noch einen Kalender. Es ist September, Leute, es ist September. Am 18. haben wir ein Meeting, das müssen wir uns merken. Aber heute ist doch gar nicht Montag. Ich dachte, wir sind am Wochenende hier drin. Komm, wir kritzeln hier mal ein bisschen rum. Können wir hier irgendwie ein Bild malen? Auch nicht. Vielleicht im Mülleimer irgendwas? Nö. It won't turn on. Okay, also unser Smartphone ist leider alle. Wir können hier irgendjemanden anrufen. Wie wäre es mit 4465? Hallo? Okay, wir brauchen eine sechsstellige Nummer irgendwoher. Okay, kriegen wir hin. Ist hier vielleicht irgendein Tipp? Meeting, September, 18. September, ne, das sind ja, oh, hier ist noch irgendwas. Hä, wir können einfach weitergehen. Hä? Wie habe ich das gerade gemacht? Ups. Ah, okay, im August. Am 19. August haben wir Geburtstag, oder wie? Aber was bringt mir das? Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, wir haben hier einen Stecker. Den können wir bestimmt irgendwo reinstecken. Aha. So, und jetzt können wir bestimmt unser Handy... Ne, können wir nicht. Hä? Okay, also wir haben ja eine Steckdose zumindest. Leute, wir haben eine Steckdose. Das ist ja schon mal... ganz toll. Aber ich weiß das Passwort nicht. Woher soll man denn hier... Oh, kann ich da irgendwas machen? Nee. Wo soll man denn ein Passwort wissen? Ist das eine 54? 54 plus 182? Sind 236. 236. Was machen wir mit einer 236? Ist die Frage. Können wir hier nicht noch irgendwas machen? Nee. 236. Oh. 236? Nee, wir brauchen eine... Moment. 54 plus 182. 54, 182, 54, 182, 54, 182. Wir brauchen irgendwo eine Nummer her. Und wir haben hier noch einen Schlüssel. Ah, okay, cool. Passwort, BDAI. Tag, Monat... und das Jahr wahrscheinlich. Schöne Zeichnung. Genauso gut kann ich auch zeichnen. Echt cool. Hier hat noch irgendjemand gerechnet irgendwas. Also wir sind anscheinend irgendein Bürotypi. Und da haben wir noch einen Stecker gefunden. Damit können wir auf jeden Fall unser Handy aufladen. Hä? Oder auch nicht? Ich würde gerne mein Handy... Ah. Gut. Also unser Handy lädt dann schon mal. Bevor wir da reingucken, gehen wir aber noch mal kurz unser Kennwort hier ein. Und zwar, unser Geburtstag ist der 19. August... Also Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Der 19.9. Kann das sein? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Nee, der 19.8. Der 19.8.2015 wahrscheinlich. Achso, nee, wir wissen ja gar nicht, wie alt wir sind. Hä? Also 19.8. Das können wir uns schon mal merken.
Und laut Zettel, erster Tag, dann der Monat, dann nochmal der Tag und dann, ach, zweimal Tag, Monat, Tag, Monat. Okay, also 9, warte, was ist das denn hier eigentlich? Ah, cool. Okay. Haben wir noch einen Stift gefunden? Das ist ja alles ganz toll. So, unser Passwort ist also 19.8. 19.8. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Hä? Januar, Februar, August, ja, 19.8. Oder nur einmal. Oh, ich habe mich hier vertippt. Ups. Hä, das muss doch richtig sein. Auch nicht. 19.8. 19.8.? Verstehe ich dich. 19.8.2015? Ah, ich weiß mein Passwort nicht. Egal. Sagt unser Handy irgendwas? Oh nein, irgendein PIN? Vielleicht da 19.8. 19.8. 19. 08, 1908. Hä? Ach Leute, das ist alles viel zu kompliziert hier. Was ist denn für ein Passwort? PC-Passwort. Okay. Unser Geburtstag. Und das ist der 19.8. Hier steht der 2. Day, Day, Month, Day, Day, Month. 19, 19, 8, 19, 19, 8? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. 19.8, 19.8. Ah, Moment, Moment. 19.8, 19.8. Aha. Okay. Wir haben den Internet Explorer, Leute, und eine Mail. Und wir nutzen hier Windows. Aber wir haben leider keine Adminrechte. Mal gucken. Aber oh, wir haben keine Adminrechte. Können wir auch ins Internet? Nö. Cool. Wir können nur Dokumente angucken. Was steht denn da so Schönes? Können wir nicht angucken. PC-Passwort wissen wir schon. 3322 ist also unser Passwort für unser geiles Smartphone. Und uns wird einfach alles verweigert, außer hier die Credentials. Das ist ja auch toll. Also dafür braucht man auf jeden Fall ein PC, wenn man nicht mal die Startleiste hier öffnen kann. Egal. So. Ich habe schon wieder vergessen. 3322, oder? Jo, geil. Wir haben Facebook, Leute. Und es ist leider ein Android. Sowas Blödes. Hätte ja ruhig mal ein Apple-Gerät sein können. Egal, Facebook. No Connection. Phone. No Signal. Ja, geil. Okay, wir haben ganz viele Kontakte auf jeden Fall. Können wir in den Play Store? Nö. Und was bringen uns diese Kon oh, diese Kontakte? Wir könnten hier Pizza anrufen. Oh nein, muss ich die jetzt wirklich alle anrufen? Oh, die Nummer kann ich mir doch niemals merken. Ich muss mir die mal kurz aufschreiben. 879 260. Gut, Telefon. Ich bestelle jetzt eine Pizza. 879260. Wie, no answer. 879260. Okay, Pizza will uns schon mal nichts geben. Was haben wir hier sonst noch so? Baby. Das wird wahrscheinlich unsere Freunde dann sein, oder? Wisst ihr was, Leute? Ich mach das jetzt ganz schlau. Und mach das mit dem Snipping-Tool. So, damit ich alle Nummern hab. Geil. Okay. So, jetzt probieren wir einfach mal alle aus. Und zwar. 625950. Nimmt keiner ab, alles klar. Hier, damit ihr das Snipping-Tool sehen könnt. Ich mach das mal ein bisschen kleiner. Verdammt, wieso ist das? Ah! So. Ach wow, das geht wieder weg. Ja, GG, okay, dann geht das gar nicht. Rufen wir unser Baby an. 3, 2, 4, 0, 4, 0. Die nimmt er wohl auch nicht. Hä? Als ob da keiner abnimmt. Number busy. Oh, wenigstens noch was anderes. Das war jetzt Concierge. Concierge ist also busy. Alles klar. 589 000. Nimmt auch keiner ab. 98.
1, 6, 8, 7. Auch keiner. Pizza haben wir schon angerufen. 3, 6, 8, 2, 4, 4. Ach Leute, das hat alles gar nichts gebracht. Wow, okay. Können wir vielleicht irgendwas schreiben auf dem Ding? Auf das Blatt hier auch nicht. Gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Aber was bringt uns denn dann das Smartphone? 3, 3, 2, 2. Das muss ja irgendwas bringen. Wir haben hier Kontakte. Aber ich habe jede Nummer angerufen, die bringen alle nichts. Ach, warte. Bei Concierge. Bei Concierge war allerdings busy. Das heißt, da können wir bestimmt irgendwas mitmachen mit dieser Zahl, die wir da haben. Concierge. Hi. Irgendwie. Scheiße, wir sind schon bei 11 Minuten, Leute. Nein, was mache ich denn jetzt? Ich verstehe nicht, was mir das bringt, dass ich jetzt weiß, dass da keiner rangegangen ist. Das kann ich hier nicht wegwischen. Ich kann da auch nichts Neues hinschreiben. Ich kann auch nichts auf dieses Papier hier schreiben. Kann ich das vielleicht irgendwie verbinden? Muss ich das Ding hier abdecken? Keine Ahnung. Vielleicht den Stift da rein? Oder den Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ah! Auf dem PC war ja auch nichts anderes, ne? Was war das Passwort? 198, 198. Hä? Ne, 18. 19? 8, 19, 8. 19, 8, 19, 8. Hä? Jetzt stimmt das auch nicht mehr? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli? August. Doch, 19, 8. Hey, aber eben ging das doch noch. Ah, ich bin mega verwirrt. Ja doch, geht doch. So, wir haben aber keine Admin-Rechte. Aber ich glaube, die können wir uns auch nicht irgendwie nehmen. Mehr stand da... Oh. Mehr stand da, glaube ich, aber auch gar nicht. Da können wir nicht rein. Wir kommen ja nirgendwo rein. Wir können uns leider keine Mails angucken. Die Reports auch nicht. Credentials haben wir schon eingegeben. Wissen wir alles. Können wir mit der Pflanze irgendwas machen? Können wir die anmalen? Können wir einfach... Oh. Können wir einfach den Schlüssel benutzen und hier rausgehen? Oh. Wie? Okay. Warum war das jetzt okay? So, gut, dann brauchen wir jetzt irgendeinen Typen, der von draußen uns die Tür öffnet. Kann der nicht allzu schwer sein. Wir müssen ja eigentlich nur den Pizzaboten rufen. Der nicht rangeht. Oh, hi, 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 hi. Hey, I'm still in the office. Please unlock the outer door. Oh, tut mir leid. Ich komme gerade eine Sekunde. Ah, werden wir jetzt echt freigelassen? Hallo. Er hat geöffnet. Woo! Und wozu hatte ich den ganzen anderen Kram in meinem Inventar? Oh, Leute, in genau 13:37? Na, wenn das mal nicht eine Elite-Zeit ist. Well done. Du hast das Spiel gewonnen. Okay. Ja, das war dann das erste von vielen Escape-Spielen. Ich habe vor, davon noch einige mehr zu machen. Es gibt auch richtig, richtig geile, die auch ein bisschen düsterer sind. Das war jetzt nur so ein bisschen... Ups. Ein bisschen zum Reinkommen, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe auch viel zu lange gebraucht, aber ich habe das natürlich mit Absicht gemacht, damit wir genau diese Zeit hier haben. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und... Wenn nicht, dann mache ich das trotzdem weiter. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.